So zusammen, hier sind wir wieder. Im gerade gezeigten Film hatten wir ja geklärt, in welchem Modus wir fotografieren. Und wir haben aufgehört mit der Gegebenheit, dass wir die Kamera, die Belichtung haben ausrechnen lassen im Blendenmodus, in der Blendenvorwahl. Und wir haben zwei unterschiedliche Bilder bekommen. Wir können die nochmal hier einblenden. Das waren die gezeigten Bilder und die waren unterschiedlich. Und warum die unterschiedlich waren, das hat mit der Messmethode bzw. mit dem Messmodus der Kamera zu tun. Und das ist unser Thema für den jetzigen Kurzfilm. Ihr habt also die Blendenvorwahl und ihr wollt ein korrekt belichtetes Bild haben. Das Problem, was ihr habt mit der Kamera, ist, dass die Kamera nicht weiß, was ihr fotografieren wollt. Sie weiß also nicht, ob ihr einen schwarzen Pullover fotografieren wollt oder einen weißen Pullover in diesem Falle. Sie bekommt ja bloß das reflektierte Licht zurück wieder auf den Sensor. Und die Kamera probiert, egal was fotografiert wird, immer ein Neutralgrau, immer ein Helligkeitsgrau daraus zu machen und das eben zu mitteln. Und ganz wichtig ist in dieser Situation, dass wenn wir wissen, dass die Kamera ein Grau immer belichtet, ja, das heißt, wenn ich weiß fotografiere, wird sie mir das Bild unterbelichten. Ja, ich kann das auch ganz kurz zeigen. Ich fotografiere mal nur seine Brust. Dann merke ich ganz deutlich, dass das Bild jetzt richtig unterbelichtet wurde. Und wenn ich jetzt, ja, ich habe leider kein Schwarz, ich könnte es zeigen, wenn ich jetzt schwarz fotografieren würde, würde die Kamera mir das wenige Licht, was vom Schwarz reflektiert wird, richtig hochziehen und das Bild überbelichten. Und wenn wir jetzt bei dieser Gegebenheit sind, dann können wir diese ganze Technik, diese ganze Logik dahinter wirklich auch nutzen. Denn ihr wisst ja, dass eure Kamera verschiedene Messmodi hat. Das heißt, ihr könnt, habt ihr mal gehört, Mehrfeldmessung, Integral, Spotmessung, mittenbetont. Und um das ganz kurz und rudimentär zu fassen, das sind einfach verschiedene Arten der Helligkeitsgewichtung im Bild. Das heißt, wir gehen mal von klein, fangen wir an, im Spot-Messmodi wird einfach nur 3-4% des Punktes, des Fokuspunktes genommen und darauf wird korrekt belichtet. Was drumherum ist, ist völlig egal. Mittenbetont ist eben nur die Mitte und es nimmt nach außen hin ab. Und Mehrfeld als ganz großes Beispiel wäre, das gesamte Bild in mehrere Felder unterteilt und dann nach einem bestimmten Algorithmus in eure Kamera gewichtet. Aber da wird halt dann das ganze Bild und die ganze Bildinformation mit für diese Helligkeitsgewichtung einbezogen. Wenn ihr das jetzt wisst, dann ergibt sich folgende Logik, denn wenn ihr zum Beispiel jetzt ihn fotografieren würdet hinter diesem hellen Himmel da hinten, dann würde ich logischerweise in diesem Moment auf die mittenbetonte Messung oder auf die Spotmessung schalten. Ich kann das hier ganz kurz mal machen, bla bla. So, Spotmessung ist an und ich ziehe auf sein Gesicht. Und wunderbar, der Himmel hinten ist ausgebrannt, aber sein Gesicht ist korrekt belichtet. Und wenn ich jetzt hergehen würde und ich hätte einen schönen Hintergrund, der immer wieder schöne Reflexe hätte, würde ich dann eigentlich auf die Mehrfeldmessung gehen. Ja, kann ich hier auch mal ganz kurz machen. Und Mehrfeldmessung. Und dann einfach mal das gesamte Bild gewichten. Und ihr seht schon, es funktioniert. Denn wir wissen ja, wir haben hier schön verteilte Helligkeitswerte. Und wenn wir das ganze Bild, diese schönen Helligkeitswerte haben, dann wird es immer gemittelt und das Bild passt. Wunderbar. Wir haben es geklärt, Messmodi. Was ist jetzt mein Tipp für euch? Ja, hängt so ein bisschen von der Situation ab, die ihr fotografieren wollt. Wenn ihr so ganz extreme Situationen habt, wie gegen den weißen Himmel fotografieren oder gegen einen hellen Hintergrund, bleibt euch nur mittenbetont oder Spot. Wenn ihr ein schön, ja, ich würde sagen, gemitteltes Bild habt, wo ihr einfach drauf guckt und sagt, ja, das sind ein paar helle Werte, ein paar dunkle Werte, dann natürlich sofort auf die Mehrfeldmessung, denn aus meiner Erfahrung heraus ist das die sinnvollere und verlässlichere Methode. Und an dieser Stelle bleibt noch ein ganz kurzer Tipp zu sagen, denn wir hatten ja auch im ersten Film angesprochen, dass der manuelle Modus in vielen Situationen der viel bessere Modus ist, weil er viel gleichmäßigere Ergebnisse liefert. Und wie wir da hinkommen zum manuellen Modus, da können wir den Spot-Modus sehr gut nutzen. Wir gehen also wieder auf die Wahl des Modus, wählen hier den Spot-Modus und dann gehen wir mal hin ganz nah und fotografieren einfach mal die Haut. Nur die Haut. Wumm. Und bekommen da ein Bild und die Kamera hat jetzt gerade ein Foto gemacht, hier bei den Einstellungen von N200, Blende 5.6 bei ISO 100 und diese Werte, wir gucken drauf, sehen, aha, das Bild ist korrekt belichtet, die Haut ist so schön, wie ich sie haben möchte, die übertragen wir jetzt einfach in den manuellen Modus, das mache ich jetzt mal ganz kurz und die ISO-Werte noch auf 100 gemittelt und jetzt kann ich fotografieren, was immer ich möchte, ich kann auch ganz viel Himmel rein, sein Gesicht, ja, man sieht es ganz deutlich, wird korrekt belichtet und das Drumherum, das fährt gar nicht mehr. Also, nochmal zusammengefasst, Spotmessung auf die Haut, das schön gemessen, kontrolliert, ob das Bild sehr schön aussieht, ob die Haut sehr schön aussieht von der Helligkeit, einfach übertragen in den M-Modus und los geht's mit dem Fotografieren. Ich sag tschüss, wir machen jetzt ein paar Fotos, auf geht's. Kannst du Handy in die Hüfte so ein bisschen, locker leicht
Okay. Rund mal beide in die Hüfte. Ja. Guck mal ein bisschen nach da. Kinn ein bisschen runter. Weniger lachen. Kinn runter. Super.